Hallo, liebe Wienerinnen und Wiener, ich bin die Monika Warner, ich bin Stadträtin in Wien und ich kandidiere für das Europäische Parlament. Und wie mein grüner Kollege Manfred Rakowski schon gesagt hat, einer unserer wesentlichen Punkte, um die es uns jetzt bei der Europawahl am 7. Juni geht, ist eine konsequente und strenge Regulierung der Finanzmärkte. Und zwar wirklich. Und zwar nicht nur das große Gerede davon, wie es Merkel, Sarkozy und auch unsere Bundesregierung tun, was denn nicht alles jetzt gegen die Krise getan werden sollte. Sind ja die Medien voll von Versprechungen. Aber unterm Strich ist bisher nicht viel passiert. Auch die Finanzmärkte sind immer noch nicht reguliert in Europa, sondern es gab nur große Hilfspakete und Rettungspakete für die Banken und für die Automobilkonzerne. Und das ist uns Grünen eindeutig zu wenig. Es geht darum, wirklich hier auch die Finanzmärkte an die grüne Leine zu nehmen und zu sagen, es sollen die Verursacher für die Krise, für die Wirtschaftskrise, für die Verteilungskrise zahlen und nicht die Menschen und nicht die Arbeitnehmer. Und das heißt strengere Kontrollen für die Finanzmärkte, also Genehmigungspflichten für diverse Finanzprodukte, Haftungsregeln. Es braucht endlich eine gemeinsame Steuerpolitik in der EU, eine gemeinsame Unternehmensbesteuerung, ein Schließen von Steueroasen. Es kann nicht sein, dass sich die Reichen mit ihrem Kapital immer flüchten können. Hallo, eine Pinkbrille. Wir sind die Grünen, wir sind da für die Europawahl. Genau, wir haben auch den Naschmarkt gerettet, weil ich hier nämlich die grünen Luftballons rette, den Naschmarkt sehe. Aber das ist nur ein Sidestep. Machen wir weiter mit den Finanzmärkten. Es geht um eine Reform und eine Neugestaltung Europas. Es geht auch um eine Reform des Euro-Stabilitätspakts. Sie haben das vielleicht schon gehört, ein bisschen ein sperriges Wort. Diese Wirtschafts- und Währungsunion, die es da seit ein paar Jahren gibt, die zwingt auch die Nationalstaaten zum Sparen. Und was Sparen heißt, das erleben wir seit einigen Jahren. Sparen heißt Abbau der Sozialsysteme und es wird immer vor allem zuerst bei den Schwächsten gespart. Und wir Grüne sagen hier nein, es braucht endlich eine Umverteilungsdiskussion. Reiche werden immer reicher und Arme immer ärmer, auch in einem reichen Land wie Österreich. Und Sie haben es vielleicht in der letzten Woche in den Medien gelesen, Wien ist angeblich die Stadt mit der höchsten Lebensqualität auf der ganzen Welt. Und da denke ich mir, da ist einerseits natürlich schon was dran. Wien ist eine wunderschöne Stadt, ist eine saubere Stadt. Man hat den Eindruck, die Verwaltung funktioniert ganz gut. Es kommen viele Menschen aus Europa und anderen Teilen der Welt hierher, um sich Wien anzuschauen. Nur wenn man sich die Studie ein bisschen näher anschaut, dann sieht man, dass das hauptsächlich Manager und reiche Leute, die halt Wien so mal kurz besuchen, dass die quasi in diese Studie erstellt haben und gesagt haben, ja, die Reichen und Vermögenden, die haben es gut in Wien, die haben es gut in Österreich. Die zahlen keine Vermögenssteuern, die haben ein gutes Stiftungsrecht, wo sie ihre Millionen parken können. Und da sagen wir Grünen, nein, so kann es nicht gehen. Arbeitslosigkeit steigt, Armut steigt, auch in einer reichen Stadt wie Wien. Ein Drittel aller Frauen in Wien hat keinen existenzsichernden Arbeitsplatz zum Beispiel. Und die durchschnittlichen Sozialleistungen für Wienerinnen und Wiener liegen in Wien schon unter dem Existenzminimum. Das heißt, viele Menschen arbeiten für einen Lohn, von dem sie nicht mehr leben können. Und da sagen wir, das muss endlich Priorität haben in Europa, dass man auf das soziale Europa schaut und nicht nur auf die Konzerne, nicht nur auf die Gewinne, nicht nur auf die Wirtschaft, nicht nur auf den freien Markt und das neoliberale kapitalistische Wirtschaftssystem, sondern dass es endlich eine Umverteilung gibt in Europa. Eine Umverteilung von den Reichen zu den Armen, von den Verursachern der Krise zu jenen, die wirklich nichts dafür können, sondern die Gewinner der Krise eigentlich immer finanziert haben und das sind die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und deshalb kämpfen die Grünen in Europa für europaweite Mindestlöhne, für eine europaweite Grundsicherung, für Arbeitszeitverkürzung statt Arbeitszeitverlängerung, wie es die Arbeitszeitrichtlinie vorgesehen hätte, die leider auch die österreichische Bundesregierung mit unterstützt hätte. Wir Grüne kämpfen auch für starke öffentliche Dienstleistungen, für mehr Investitionen in Pflege, in Gesundheit, in Kinderbetreuung, in Bildung, wo auch viele Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Wir kämpfen für einen sogenannten Green New Deal in Europa, das heißt Umverteilung zur Schaffung von grünen Arbeitsplätzen durch Investitionen in Klimaschutz, in Wärmedämmung, wo viele grüne Arbeitsplätze geschaffen werden können. Wir Grüne sind die einzigen leider, die dafür kämpfen und deshalb würden wir uns freuen und finden es auch ganz wichtig, dass wir am 7. Juni gestärkt werden. Am 7. Juni ist Europawahl und Europa geht uns alle an.
Europa geht auch die Städte an, von der Qualität des Trinkwassers über die Öffnung der Gemeindebauten für Migranten und Migrantinnen, die wir durchgesetzt haben, bis zur Zukunft von öffentlichen Dienstleistungen. Für Wien und Wienerinnen ist es wichtig, am 7. Juni zur Europawahl zu gehen. Wir sind die Grünen, ich bin die Moni Warner, ich bin Kandidatin. Wir haben hier einen Stand und würden gern mit Ihnen diskutieren. Einige andere grüne Kolleginnen und Kollegen von den grünen Bezirksgruppen sind auch hier und wie gesagt, kommen Sie zu uns, zu mir, sagen Sie uns unsere Wünsche, sagen Sie uns Ihre Vorstellungen von der Zukunft Europas, denn darum geht es am 7. Juni.